Du hast brennende Fingerkuppen, verkrampfte Hände oder einen Geigenfleck? Mit diesen drei Tipps kannst du Schmerzen beim Geigespielen vermeiden. Ich heiße Leonora Haupt und auf meinem Kanal Geigenlehrerin Berlin gebe ich dir viele hilfreiche Tipps und Tricks zum Geigespielen und Üben. Du willst sicherlich alles schnell lernen, aber bald tun dir die Hände und Schultern weh. Schmerz ist ein Zeichen, dass du deinem Körper Zeit lassen musst, um sich an neue Bewegungen und Anforderungen anzupassen. Hier sind drei Tipps, um Schmerzen beim Geigelernen zu reduzieren. Die richtige Haltung. Achte auf eine natürliche und entspannte Haltung, um Schmerzen zu vermeiden. Gerade als Anfänger machst du zu Beginn sicherlich sehr viele Fehler. Das ist auch normal. Allerdings brauchst du regelmäßig eine richtige Korrektur von deinem Lehrer oder deiner Lehrerin. Stelle sicher, dass deine Schultern entspannt sind, dein Rücken gerade und durchlässig ist und deine Handgelenke nicht übermäßig belastet werden. Du kannst dazu gerne zu Hause einen Spiegel als Hilfsmittel benutzen. Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn du natürlich einen großen Spiegel wie zum Beispiel am Kleiderschrank hast, kannst du gerne diesen benutzen, um auch die volle Länge deines Körpers zu beurteilen. Wenn du nicht so viel Platz hast und du möchtest gerne einen kleineren Winkel sehen, wie zum Beispiel die Handgelenke oder die Bogenführung, eignet sich wunderbar ein Spiegel, den du an dem Notenständer befestigst. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht mit Zubehör, das verlinke ich dir gerne. Eine korrekte Fingerhaltung in der rechten und linken Hand ist unerlässlich. Vermeide bitte zu starkes Krümmen oder Spreizen der Finger. Es gibt natürlich auch zahlreiche andere Fehler. Ich habe schon einiges dir vorgestellt auf meinem Kanal. Es ist noch nicht vollständig, aber da kannst du gerne auf die Verlinkung, die ich dir in die Infobox reingepackt habe, auch mal reinschauen. Ich zeige dir natürlich hier auch ein paar kleine Beispiele. Verwende geeignetes Material. Passe dein Material an, damit du unter anderem keine unnötigen Abdrücke am Kinn oder am Hals bekommst. Bei dem Material kommen bestimmt andere Dinge auch noch mit dazu, wie die Geige, der Bogen, aber das würde heute zu weit führen. Ich möchte dir aber kurz meine Geschichte zum Thema Kinnhalter und Schulterstütze erzählen. Du kennst mich aus meinen Videos locker entspannt und vielleicht auch woanders her. Ich habe keine Probleme, scheinbar. Und kann alles spielen. Das ist schön, wenn das für dich nach außen so wirkt. Aber ich habe vor dem Studium wirklich Probleme gehabt, was Wundehaut, Geigenfleck und blaue Flecken am Hals betraf. Im Studium habe ich dann die ersten Kurse besucht, um genau diesem Problem auf den Grund zu gehen, damit ich einfach lockerer und entspannter spielen kann, ohne Probleme. Und dann habe ich mich selber mit sehr vielen Sachen befasst und war dann irgendwann auf dem Trip, dass ich einfach neue Materialien ausprobiere. Die erste Station, die, glaube ich, jetzt auch anhand der Videos gut zu erkennen ist, war die Bornmusikerstütze mit einem passenden Kinnhalter und einem Stretpad drauf. Das ist schon ein bisschen her und ich habe dieses Material ungefähr 5-6 Jahre verwendet, Pi mal Daumen. Ich fand das damals super, weil meine Probleme, dass ich irgendwo Reibestellen hatte oder blaue Flecken, war plötzlich Geschichte. Und ich war kuschelig eingepackt. Ich war damals der Meinung, Kissen, Material, Polsterung ist das, was ich haben will. Eine gewisse Zeit war das für mich genau das Richtige. Ich sah damit auch super aus. Meine Haltung war viel entspannter. Ich konnte entspannter und länger hintereinander spielen. Aber irgendwann kam der Tag, wo ich merkte, irgendwie möchte ich flexibler sein, mehr mit dem Körper mitgehen. Und das wollte das Material nicht mehr machen. Daraufhin habe ich wieder gesucht und habe dann die Augustinstütze mit einem anderen Kinnhalter mir gesucht und habe mir das passend eingestellt und siehe da, die ganze Umhüllung und Verpackung war komplett weg. Das war für mich ein neues Spielgefühl, sowas kannte ich auch nicht. Das Material war leichter und viel angepasster an meine Situation, die ich gerade hatte. Das hast du, glaube ich, in vielen Videos schon gesehen, dieses Material. Aktuell bin ich mal wieder auf der Suche, weil ich der Meinung bin, es geht noch leichter und noch besser. Wenn ich dann mehr Erfahrung habe, bekommst du sicherlich mal ein Video dazu, zu den Vergleichen, warum und weshalb
was ich da an Vorteilen oder Nachteilen empfinde bei dem Material, aber was du jetzt siehst, ich bin entspannt, locker und habe diese Probleme nicht mehr. Und genau deswegen mache ich so eine Videos auch, um dir eben auch Tipps und Tricks dazu geben, dass du genau diese Erfahrung nicht machen musst. Ich komme mal zu anderen Sachen wieder zurück, und zwar zu wunden Fingern oder Fingerkuppen, weil gerade wenn du mit dem Spielen anfängst, ist deine Haut das noch gar nicht gewöhnt, weil die Hornhaut muss sich erst bilden und das variiert eben bei jedem, wie lange Zeit das braucht. Vielleicht der ein oder andere hat das Problem gar nicht, weil die Haut vielleicht nicht so empfindlich ist. Ich hatte als Anfänger sogar Blasen, das sah ich dann richtig auf den Fingerkuppen, irgendwann waren die weg. Aber der Hinweis, wenn du Blasen hast, übertreib es bitte nicht, weil das macht genau denselben Effekt wie mit einem Galgenfleck. Es entzündet sich, wird wund, ist unangenehm und das macht dann auch keinen Spaß mehr. Deswegen ist da wirklich eine bewusste Handhabung und auch eine zuverlässige Lehrkraft für dich genau das Richtige, damit dir das nicht passiert. Dosiertes Üben mit Pausen. Setze dir kleine realistische Ziele und erhöhe schrittweise die Übungszeit. Beginne mit 10 bis 15 minütigen fokussierten Spieleinheiten, um deinen Körper an die neue Belastung zu gewöhnen. Die Ausdauer kommt mit der Zeit. Hier ist also der häufigste Fehler: zu viel in einer Zeit gesteigert ergibt Schmerzen. Also, da kann ich bestimmt in einem anderen Video dir dazu auch nochmal was auf den Weg geben, aber die Erhöhung der Zeit hat auch ein bestimmtes Limit, gerade wenn man von der Sportwissenschaft her das Ganze betrachtet. Pausen sind auch sehr wichtig. Bitte nicht vergessen. Plane kurze, regelmäßige Pausen in deine Übungszeit ein, damit deine Hände und dein Kopf sich einfach auch erholen können. Du wirst merken, wenn du diese Pausen auch wirklich nutzt, dass dein Körper sich leichter und entspannter anfühlt. Du kannst dich besser konzentrieren. In den Pausen kannst du zum Beispiel dich regeln, einfach nichts machen, mal aus dem Fenster gucken, dich dehnen, vielleicht die Hände massieren, Yoga machen. Also jeder hat so was anderes vielleicht im Plan, was ihm gut tut. Vergiss bitte nicht, die 5-minütige Pause kann wirklich schon einen erheblichen Unterschied machen, als wenn du keine machst. Deswegen ist wirklich die Übung von dir, das darfst du mir gerne in den Kommentaren auch schreiben, wie viele Pausen machst du im Spielen? Ich meine jetzt nicht, sich dahin zu rennen, wie oft gehe ich an den Computer, das wollen wir mal gar nicht drüber nachdenken, sondern aktiv, wie viel spielst du und wie viel Pause machst du? Ich will da jetzt nicht unbedingt minutiös, ich habe 2 Minuten da Pause gemacht, sondern so ein Mittelmaß, wie das Verhältnis ist, was du brauchst. Einfach rein aus Interesse. Machst du überhaupt welche? Wenn du es nicht reinschreiben willst, kann ich auch verstehen, aber das ist so der Gedankengang, dass du ihn einfach mal bewusst wahrnimmst und mal guckst, mache ich das eigentlich? Weil hier ist nämlich genau der Punkt, da sind einige Muster auch im Üben schon falsch. Zu viel, zu wenig Pause und vielleicht auch das Falsche gespielt. Aber glaub mir, wenn du das mit den Pausen ausprobierst und mit dem richtigen Übemaß, wirst du einen wirklich großen Unterschied auch im Spiel feststellen. Deswegen, wenn du ein Bedürfnis hast, dass du nicht mehr weiter weißt, wie geht eigentlich gutes Üben, ich habe mit einigen Schülern zusammen auch schon einen Kurs gemacht. Wenn du daran Interesse hast und selber auch sowas haben willst, darfst du gerne mir eine Nachricht zukommen lassen, einfach in das Formular eintragen, was ich immer in die Infobox packe, mit da biete ich meine Hilfe an und sage, ich brauche wirklich zum Thema Üben mal was Intensives, da möchte ich gerne einfach was lernen, was kompakt ist, damit ich auch mal eine Analyse habe und weiß, wie das ist. Mach das einfach mal. Ja, das wird sich auf jeden Fall lohnen. Ansonsten lass dir bitte von deinem Lehrer unbedingt helfen, wenn du nicht mehr weiter weißt. Ein extra Tipp noch, und zwar zum Thema Motivation und Inspiration. Du hast schon mitbekommen, dass Geige lernen Zeit und Übung kostet. Das weißt du auch. Wahrscheinlich magst du auch, dass du daran einfach wächst und Neues entdeckst. Deswegen verlier bitte nicht den Spaß am Üben. Wähle auch Musikstücke aus, die dir wirklich Freude machen und die auch deinem Niveau entsprechen. Weil häufig ist es so, du magst vielleicht ein Stück, das ist sehr schwer. Du bewältigst es auch nach einer Weile, aber der Weg dorthin ist sehr anstrengend.
Deswegen tut es dir gut, wenn du zwischendrin einfach mal Stücke nimmst, die du vielleicht in kürzester Zeit umsetzen kannst und einfach viele Aspekte von dem Stück besser erfassen und verstehen kannst, die du vielleicht bei dem anderen noch nicht schaffst. Du darfst natürlich auch von Profis lernen, vielleicht von mir oder von anderen professionellen Geigern. Lasse dich da bitte von der Technik und von dem Enthusiasmus inspirieren. Unser Gehirn ist schlau, wenn du ein Video guckst, gehen die Spiegelneuronen an und vielleicht hast du das ein oder andere in deinem Hinterkopf sogar gespeichert und vielleicht fällt es dir dann später auf, Mensch, da habe ich doch mal was geguckt, das sah anders aus. Und das ist sehr interessant. Das mache ich im Übrigen auch. Also Video gucken, meins oder ein anderes, kann durchaus effektiv auch für dein Spielen sein. Also nutze es unbedingt weiterhin. Also vergiss nicht, das Lernen der Geige erfordert Zeit, Geduld und Hingabe. Das hast du schon gemerkt. Ich hoffe, die heutigen Tipps konnten dir helfen. Solltest du doch merken, dir fällt mal wieder die Decke auf den Kopf oder du brauchst einfach Hilfe oder es war vielleicht nicht das dabei, was dir jetzt geholfen hat, du darfst mich gerne anschreiben. Trag dich unbedingt ein in das Kontaktformular, beschreib deinen Wunsch oder das, was dich bedrückt. Dann treffen wir uns einfach mal und wir schauen mal, wie das Ganze weitergeht. Solltest du mein Angebot auf meiner Webseite finden, das sind längst nicht alle, weil ich sehr persönlich auch etwas anpasse und mich noch ein bisschen schwer tue, da das in ein allgemeines, ich sag mal, passendes Angebot gerade reinzufügen. Das kann sich aber jederzeit ändern, weil es tut sich gerade eine ganze Menge. Also, wenn du gerne mit daran teilnehmen möchtest, vielleicht auch an einem Überworkshop oder ähnlichem, der noch nicht ausgeschrieben ist, darfst du dich natürlich auch gerne melden, weil je mehr sich schneller melden, desto schneller kommt auch ein Angebot zustande. Das so am Rande mal. Da ansonsten bitte immer deinen Lehrer oder deine Lehrerin fragen, wenn dich was bedrückt, weil das kann egal was sein, nimm das wirklich ernst, weil auch wenn du so angespannt bist, kann das auch Schmerzen verursachen. Also da habe ich heute das so angerissen, das Thema, aber es gibt natürlich auch noch andere Gründe. Die wären heute einfach bloß ein bisschen zu viel gewesen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, darfst du gerne dem Video ein Like geben oder auch ein Abo, wenn du es noch nicht getan hast. Wenn du gerne mich unterstützen möchtest, mit einer Spende gerne auf PayPal.me, einfach das hinterlassen. Gerne auch teilen, das hilft mir auch sehr. Ich freue mich, die Community wächst und gedeiht. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du beim nächsten Video auch wieder dabei bist. Bis dahin, tschüss!